was Popfolie mit Kündigung zu tun hat. Tag zusammen. Also mal ganz ernsthaft, wenn ich so eine Folie in die Finger kriege, hält mich keiner mehr. Sehr zum Leidwesen diverser Menschen in meiner Umgebung. Und da kann man sich auch die Frage stellen, wie viel Selbstdisziplin muss man eigentlich aufbringen, wenn man in so einem Werk arbeitet, wo das Zeug hergestellt wird. Also ich glaube nicht, dass ich da allzu lange überleben würde. Was aber hat das jetzt mit Kündigungsrecht zu tun? Ich will es mal so ein bisschen pauschalisieren. Wir nehmen mal an, wir haben einen Arbeitnehmer, der arbeitet in einem Werk, wo das Zeug hergestellt wird. Und der ist die ganze Zeit, ist der immer wieder dran. Wozu führt das? Es führt zu Ausschuss. Ne? Es ist dann weniger Popfolie, die produziert wird, beziehungsweise wird produziert, aber der Arbeitnehmer macht sie direkt immer wieder kaputt. Und das ist natürlich wirtschaftlich betrachtet auf die Dauer ein bisschen doof. Und nehmen wir mal an, da sind noch ein paar mehr, dann wird es schwierig. Was haben wir dann? Natürlich eine Verletzung von arbeitsvertraglichen Nebenpflichten, nämlich sich so zu verhalten, dass man den Arbeitgeber nicht schädigt. Und wenn ich das, was ich gerade erst produziert habe, direkt wieder zerdrücke, dann ist das eine Verletzung dieser Nebenpflicht. Und je nach Ausmaß, wird man wohl sagen können, also mal abmahnen und wenn der dann immer noch nicht aufhört, vielleicht noch mal abmahnen. Aber irgendwann mal wird man sagen, nö, der verstößt dauernd gegen seine Nebenpflichten, der fliegt jetzt raus und zwar fristlos. Und das haben wir dann mit einer verhaltensbedingten Kündigung zu tun. Jetzt kommt aber unser Arbeitnehmer und sagt nach der ersten Abmahnung, lieber Arbeitgeber, aber ich bin da total süchtig nach, ich kann da nichts gegen machen, ich bin wie der Stühler Walter, wenn der so ein Ding sieht, hält den auch keiner mehr. Oder? Dann wird es schwierig, ne? Dann haben wir es nämlich möglicherweise tatsächlich mit einem Suchtverhalten zu tun und damit einem krankhaften Verhalten. Ist natürlich jetzt weit hergeholt. Ich wollte nur mal gerade klar machen, dass es Leute gibt, die unter Süchten leiden, die sich am Arbeitsplatz auswirken. Meistens ist das Alkohol. Und da haben wir es dann mit Kündigungsgründen zu tun, die in der Person des Arbeitnehmers liegen. Hier wird es für den Arbeitgeber aber schwieriger. Der muss also erstmal tatsächlich hergehen und eine Zukunftsprognose machen und sagen, der ist süchtig, habe ich eine gewisse Chance, dass der irgendwann mal nicht mehr süchtig ist? Falls ja, dann kann er ja wieder arbeiten und falls nein, muss ich halt zusehen, dass ich ihn loswerde, weil es mir irgendwann mal nicht mehr zumutbar ist. Aber sogar bei Junkies und Alkoholikern sagt die Rechtsprechung, lieber Arbeitgeber, mindestens eine Entziehungskur musst du dem Arbeitnehmer aber erstmal anbieten. Und zwar wahrscheinlich im Wege eines betrieblichen Eingliederungsmanagements. Macht der Arbeitgeber das nicht, wird es eher schwierig. Also, ne, erstmal Entziehungskur gegen unsere Popfoliensucht. Ich glaube, die Dinge heißen offiziell Luftpolsterfolien. Ich weiß es gar nicht. Bei mir sind das Popfolien. Die poppen so schön. Deswegen sind es Popfolien. Ich hoffe, ich habe hier ganz kursorisch, ganz kurz diese beiden Kündigungsgründe mal darlegen können. In diesem Sinne, bis dahin.